Ich begrüße Sie zur Season 5, die jetzt im Oktober 2022 beginnt und bis Juli 2023 reichen wird. Und das Thema dieser fünften Season lautet: von Göttinnen und Göttern, Geistern und Dämonen und großen Magiern. Wie kommt das? Ich habe mich schon als Kind begeistert für die Welt der griechischen Götter und für ihre Geschichten, die ich kannte von Homer aus großen Mythensammlungen und dann eben auch vor allem aus der Odyssee, die ich sehr liebe von Homer. Die Ilias mag ich weniger, weil es dazu viele Kämpfe gibt, aber in der Odyssee werden sehr viele Geschichten erzählt, die in Griechenland spielen. Und ich liebe das Land, ich liebe die Landschaften, ich liebe den Himmel, den Sternenhimmel, ich liebe das Meer und die stillen Olivenhaine. Und eine Zeit lang habe ich tatsächlich auch mit Freunden ein kleines Haus besessen auf dem Pelion, nordöstlich von Athen, bis ich das dann leider aufgeben musste. Nach den griechischen Göttern kamen dann andere Götter hinzu, die Götter der Kelten und der Germanen, die ich aber nie so anmutig fand wie die Götter der Griechen. Sie sind eher gewalttätig und aber gefallen hat mir immer die starken Frauen, die wir in diesen Mythen finden. Einen großen Eindruck hat mir das irische Epos der Rinderraub gemacht, auf das ich dann auch im Folgenden in einer der Sitzungen zu sprechen kommen will. Als Erwachsener nach meinem Studium habe ich mich dann auch ganz stark interessiert für andere Kulturen und damit auch für andere Religionen. Und außerhalb der monotheistischen Religionswelten habe ich eben Naturreligionen gefunden, die polytheistisch waren, Naturreligionen sind und ganz anders gestrickt sind als das Judentum, Christentum und der Islam. Und das waren Studien interkultureller Art. Ich musste mich intensiver auch mit vergleichender Religionswissenschaft auseinandersetzen und habe immer einen immer größeren Gefallen gefunden an dieser Art von Religionen. Was fasziniert mich an ihnen? Ich will Ihnen ein paar Punkte nennen. Was mich an diesen Religionen interessiert und fasziniert, ist das Menschliche. Die Götter sind übersinnliche Erscheinungen, aber es sind keine transzendenten Seinsweisen. Sie sind nicht unnahbar, sie sind nicht unverstehbar, sie sind nicht fern. Was das meint, will ich im Folgenden gleich nochmal erklären. Diese Götter sind wie wir Menschen. Sie verkörpern Aspekte unseres menschlichen Daseins. Sie sind sterblich. Das finde ich sehr faszinierend, denn trotz allem vermitteln eben diese Götter doch große Lebensweisheiten. Ein weiterer Punkt, der zweite Punkt ist, sie sind eben, wie gesagt, wie Menschen und damit handeln sie auch unmoralisch. Sie sind nicht nur gut oder böse, es gibt nicht nur diesen Dualismus von gut und böse, sondern sie sind auch ambivalent. Sie sind gut, aber auch gleichzeitig handeln sie unmoralisch. Sie sind eifersüchtig, rachsüchtig, aber auch verliebt und hilfreich. Drittens, was mir an ihnen gefällt, ist, dass sie keine absolute Herrschaft anstreben. Sie sind machthungrig, sie streiten sich untereinander. Aber keine dieser Götterwelten beansprucht, die einzige zu sein und die einzig wahre zu sein,
sondern sie kommunizieren auch mit Göttern aus anderen Kulturen. Sie nehmen fremde Götter bei sich auf. Sie verstehen, dass andere Göttergestalten ihren eigenen gleichzusetzen sind. Das hat man auch Synkretismus genannt. Das ist der wissenschaftliche Begriff dafür. Und ein schönes Beispiel für die Übernahme einer fremden Göttin in den abendländischen Bereich ist eben zum Beispiel die Kybele. Viertens, ich sprach davon, dass sie nicht fern sind. Diese Götter sind den Menschen nah. Sie wandeln unter ihnen, sie sprechen mit ihnen, sie offenbaren sich, sie greifen ein in das menschliche Leben, mehr oder weniger. Und selbst wenn sie dem Auge nicht sichtbar sind, sind sie doch ganz, ganz nahe. Und ein sehr hübsches Beispiel will ich Ihnen vorlesen aus Hesiod, Werke und Tage, ein Büchlein, das ich sehr liebe und das er geschrieben hat, um seinem nichtsnutzigen Bruder auf die Sprünge zu helfen und ihm zu lehren, wie man anständig und erfolgreich lebt als Grieche. Und an einer Stelle gibt er seinem Bruder Anweisungen, wie er sich des Nachts halten soll. Und die lese ich Ihnen vor, weil ich sie doch sehr witzig finde. Pisse auch nicht zur Sonne gewandt im Stehen nach ihrem Untergang, aber bis kurz vor dem Aufgang pisse bedachtsam und nicht auf den Weg, noch neben dem Weg im Gehen und auch nicht entblößt, denn die Nächte gehören den Göttern. Hockend macht es ein trefflicher Mann, der weiß, was man tun soll, oder er tritt zur Wand des wohlumwehrten Gehöftes. Also, nachts können die Götter ganz, ganz nah sein und da muss man sehr, sehr aufpassen, wenn man pinkelt, dass man sie nicht aus Versehen trifft, denn das könnte natürlich schlimme, schlimme Folgen haben. Im Vergleich dazu will ich Ihnen einen jüdischen Witz vorlesen, den ich von einem Freund bekommen habe und der nun auf eine sehr heftige Art und Weise auch schildert, einen unseren monotheistischen Gott und seine Ferne, den Menschen, eine Ferne, die er manchmal aufweist, die erschreckend und furchtbar ist. Und dieser Witz ist schrecklich und ich lese, ein jüdischer Witz, ich lese Ihnen diesen Witz vor. Drei Juden sind im Paradies und erzählen sich Witze darüber, wie sie in Auschwitz zu Tode gekommen sind. Der erste legt los und erzählt, wie er auf dem Weg zur Gaskammer auf einer Seife ausgerutscht und gestorben ist. Alle lachen. Auf einmal kommt Gott vorbei und sagt, ich verstehe euch nicht. Auschwitz war so grausam. Wie könnt ihr darüber lachen? Einer der Juden umarmt ihn und sagt, kein Wunder, dass du es nicht verstehst. Du warst ja nicht dabei. Ein furchtbarer Witz. Der einem wirklich bis ins Innerste nachgeht. Ein weiterer Punkt, der mir bei diesen Naturreligionen auch sehr gut gefällt, ist folgender. Die Götter und Göttinnen verkörpern Lebensaspekte der Menschen. Sie bringen bestimmte Lebensaspekte auf den Begriff und darin sind sie sehr weise und sehr klug. Sie verkörpern Liebe, Tod, Geburt, Familie, Ahnen, Ehe, die Angst, den Hunger und den Kampf. Und da verkörpern sie diese Situationen sehr anschaulich und
lassen einen darüber nachdenken, wie man als Mensch das erlebt und wie man es durchlebt. Und da sind sie sehr, sehr hilfreich, indem sie es auf den Punkt bringen. Ein weiterer Punkt, der mir bei diesen Göttern und Göttinnen gefällt, ist, dass sie eben Naturgöttinnen und Naturgötter sind und in der Natur leben. Sie leben im Rascheln der Blätter, sie leben im Blitz, sie leben in der Sonne, sie leben in der Fruchtbarkeit. Sie leben in Tieren, sie verwandeln sich auch manchmal in Tiere. Oder sie haben tierische Begleiter, die ihnen eben sehr, sehr nahe sind. Und auch das gefällt mir sehr, sehr gut. Siebtens. In vielen dieser Religionen spielen Frauen eine wichtige Rolle. Im Unterschied zu den monotheistischen Religionen, die doch sehr männlich sind, sehr patriarchalisch, sind diese Religionen durchaus wohlgemeint, was Frauen angeht. Es gibt sehr starke Göttinnen, Göttinnen, die den Männern gleichgestellt sind, und auch das gefällt mir sehr gut. Achtens, in diesen Religionen können die Menschen mit Hilfe von Wahrsagern, Magiern in die Zukunft schauen. Es gibt Prophezeiungen, es gibt sowas wie Schicksalsverkündigungen. Und das finde ich doch sehr, sehr interessant. Neuntens, diese Religionen kennen kein Jenseits, wie wir das in den monotheistischen Religionen kennen. Was sie kennen, sind Parallelwelten, Anderwelten, die nach dem Tode, in die man nach dem Tode eingeht, aber die parallel zur Welt der Lebenden bestehen und zu der es keine scharfen Grenzen gibt. Es kann sein, dass man als Lebender aus Versehen diese Grenze übertritt und dann befindet man sich in dieser Anderwelt unter Gestalten, die verstorben sind oder vielleicht sogar noch erst geboren werden müssen in magischen Welten. Und das ist doch eine ganz spannende Geschichte. All das lebe ich und finde ich spannend und freue mich immer wieder daran und suche nach Literatur, die diese Themen behandelt. Und deshalb möchte ich in dieser fünften Season Literatur behandeln, die Göttinnen und Götter, Dämonen und Geister und große Magier schildert. Literatur aus der ganzen Welt will ich zu Rate ziehen, aber keine heiligen Texte in dem Sinne, dass es Texte sind, die in den religiösen Kulten Verwendung finden, sondern diese Texte sollen fiktional sein, wobei man sich manchmal streiten kann, was da fiktionale Literatur ist oder mythische Literatur. Darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen. Aber die Werke sollen von historisch verortbaren Menschen geschrieben sein, in bestimmten historischen Kulturen denkbar und erklärbar. Ich werde Texte aus vielen, vielen Jahrhunderten nehmen, Texte, die ich gefunden habe und die mir gefallen oder auch weniger gefallen und die für Sie vielleicht auch eben interessant sind. Beginnen will ich mit den Griechen, dann gehe ich zu den Kelten und Germanen über. Ich werde nach Indien gehen, nach Australien, nach Tibet, nach Asien, nach Afrika und nach Südamerika. Und das werden meine Hauptquellen dann sein. Mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen werde ich Literatur aus diesen Kontinenten nehmen. Also, das nächste Mal werde ich eine Einführung geben, noch einmal ein wenig auf den Unterschied zwischen diesen Naturreligionen und den drei großen
monotheistischen Religionen eingehen.